الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى اله وصحبه وسلم. Wir haben letzte Woche so ein bisschen gesprochen über. Ich habe ein Video heute Morgen gesehen. Sehr schön. Hat mir sehr gefallen. Nicht der Typ, also das Schnitt und so, das Ganze. Der Typ kenne ich doch. Und ich habe so ein bisschen überlegt, so jetzt wie. Fand ich gut, alhamdulillah. Ich fand das auch so, kann man verstehen. Ist nicht so jetzt so geschlossen, dass man nicht verstehen kann. Muss ja nicht in Höhen jetzt IQ mitbringen, sage ich mal. Ja, für so einen Interesse, sage ich mal. Heute setzen wir fort, weil wir sprachen über den Schwur. Was Iblis, la'natullah alayh, gemacht hat. Und wenn er mit Izzah schwört, dann ist er meint ernst, weil er weiß, er hat eine Eigenschaft von Allah angesprochen, die es einfach den Challenge nehmen muss. Versteht ihr, was ich meine? Muss, weil Allah will, nicht weil Allah jemand zwingt. Okay? Sein Schicksal ist ja vor, denkt immer dran. Er wusste, was mit Iblis mit sich drinne trägt, bevor er das Ganze offenbart hat. Ja, und das ist genau, was er, wo er dem Malaika gesagt hat, ich weiß, was ihr nicht wisst. Unter anderem. Manche Ulama haben Tafsir gesagt, das über Adam und seine Fähigkeiten. Manche Ulama haben Tafsir gesagt, über was Iblis im Hinterhalt hält. Oder was Iblis in seinen Nefs mit sich trägt. Versteht ihr? Auf jeden Fall. In Tafsir. Kann man zurücklesen. Und dann über die Geschichte überlegt man, es gibt, heute sagt man das so ganz einfach, es gibt so viel Korruption und Unfug und Unehrlichkeit. Ne? Alle weltweit beschweren sich über das, wenig Ehrlichkeit gibt es und wenig, von dieser Ware kann man, also alle Angebote gibt es, aber es gibt gar kein Haus, der irgendein Angebot macht, selbst wenn es nicht discounted. Für Ehrlichkeit? Gibt es irgendwie eine Filiale, die irgendwie Ehrlichkeit verkauft? Das glaube ich, ist weniger als Öl in Anfang Ukraine und Russland-Zeit, glaube ich, seltener. Also wird nicht hergestellt, auf jeden Fall. Auch nicht mal im Labor, nicht synthetisch. Es gibt synthetisch alles heute, alles synthetisch gibt es. Aber Ehrlichkeit synthetisch, gibt es ein Angebot nicht, gibt es nicht. Dann hat man die Beschwerden immer gesprochen über die Jahrhunderte und in die Geschichte immer gute Leute, die immer kritisiert haben, das ist so schlecht und das ist so schlecht und oh, wow, wow. Und wenn du, keiner hat uns gesagt, jetzt wo kommt es denn her? Die Mäuse laufen überall hin. Ja, alle schreien, dass es die Mäuse gibt. Aber keine von den Nachbarschaften sagt, wo kommen diese Mäuse her? Also halt, am Himmel sind die nicht gefallen. Und das, wir saßen doch da. Ja? Über alle schreien von Symptomen und Schmerzen, aber keiner packt an und sagt uns dann, wo kommt das dann letztendlich her? Damit wir es aufhören, damit es auch aufhört. Und dann rätselt man in Philosophenbücher und in was weiß ich für Bücher und altgriechische. Oh. Also ist alles so Ort, alles so Luftblasen, Paläste im Luft, der nirgends wo steht oder hält oder was weiß ich, sorry. Was auch immer. Und dann denkst du, okay, es gibt ein Buch, der behauptet, dass er alles erwähnt hat. Ja? Die Muslimin haben ein Buch. Und dieses Buch sagen die Muslimin selbst. In diesem Buch sind alle Beispiele genannt. Und wer sucht, der findet in dem Buch. Und die haben so viele Beispiele dafür. Okay, 2022, es muss in dem Buch von den Muslimen stehen, warum so viel Korruption gibt. Oder nicht? Das ist eine Frage, wenn das die Menschheit beschäftigt. Das ist nicht ein Land oder zwei oder drei. Die ganze Menschheit sich beschäftigt mit dieser Korruption, Unfug, Übel. Ne? Ja, aber das ist eine Menschheits.
Thema. Das muss dann irgendein Gigant kommen und sagen, ich übernehme. Bisher hat kein Buch das behauptet, zumindest ausdrücklich behauptet. Vielleicht intern interpretieren Leute in manche Bücher ein, dass die Antworten haben. Ihre Ding. Aber das Buch selber hat nicht gesagt, so ist es. Aber es gibt ein Buch, der ohne Interpretation sagt schon, وَلَقَدْ ضَرَبْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلْ. Und jedoch haben wir in diesem Koran von allen Beispielen was gewählt. Über Korruption und wo, da muss irgendwie erwähnt werden, woher das kommt auf uns. Themen, die die Menschheit beschäftigen, sind im Koran kodiert, nicht dekodiert. Okay? Was heißt kodiert, was heißt dekodiert? Das heißt, Themen, die die Menschheit beschäftigen, kannst du so die Möglichkeiten durch die Menschheiten, die bei 1 zu 8 Milliarden, weil du ja eben keine zwei Kopien hast. Aber ein Thema, ein einzige Thematik oder Volk betrifft, ist das komplette Fokus nur auf das, was dieses Volk tut, an solche, was auch immer. Okay? Versteht ihr das kodiert, dekodiert? Loot. Das Thematik von das ganze Dorf wurde uns nicht in Einzelheiten erzählt. Wieso? Es soll sofort ein Message schicken. Es soll nicht hineininterpretiert werden. Es soll klar verstanden werden, diese Tat hat das Zusammenhang und damit ist basta. Versteht ihr, was ich meine? Schweib. Waage. Spielen mit der Waage. Betrügen die Menschen in ihre Geld und ihre Ware. Wir haben ein System entwickelt. Wie sie die Waage trügen können. Schweib kommt und sagt, die Menschen können euch nicht entlarven, aber Allah sieht euch. Das ist seine Ware und sein Geld. Taqullah. Dekodiert. Diese Tat, nein. Aber Themen, die mit Aqida zu tun haben, kodiert. Wieso? Weil die Seelen sind 8 Milliarden. Und die Kombinationen sind genauso viel. Aber kann ich nicht an breite Masse geben. Aber ich kann denn dieses Weg zurückverfolgen in dem Koran. In ein Surah, ein Vers. Teil der Weg. Andere Surah, andere Vers. Zweite Teil der Weg. Dritte. Was auch immer so. Oder in Begriffe, die sehr kurz und sehr knapp sind. Wo man das Dimension, was daraus entsteht, ist wie eine Atome, wenn sie aufgeht. Gar nicht so schnell checken kann. Dann hat man gedacht, manche Ulema mussten für so einen Gedanke des Korans 10-mal lesen. Einfach, er hat einen Gedanke im Kopf, um diese Gedanke zu finden im Koran. Einfach chillt er und sagt, ich lese mal den Koran, bis ich es finde. Wie ich das genauso. Heftig. Naja. Dann liest man dann im Koran so hoch und runter, hoch und runter, hoch und runter. Und überlegt, wo ist Wort Unfug? Dann findet man in meist, also zwei, dreimal, viermal, findet man, dass dieses Wort ist genannt nie alleine. Entweder gab ein Wort davor oder ein Benehmensmuster davor.
Beide sind aber identisch. Einmal wurde das in ein Wort und einmal wurde es in ein Benehmen. Und das Wort wurde immer, immer in diesem Zusammenhang mit Hallo. Was ist Hallo? Weißt du? Hoheit. Dieses Begriff Hoheit, warum wurde das immer im Koran dann mit Fassad genannt? Warum wurde Wa? Warum immer Wa? Warum kommt Wa dazu? Immer. Warum? Dekodieren heißt, dass dieses Verb an sich oder dieser Zustand an sich oder dieses Adjektiv oder diese Beschreibung oder diese, was auch immer das ist, bringt mit sich mit eine Nebenwirkung. Die fest ist. Eine Nebenwirkung. Heißt Unfug. Kein Mensch von seiner Natur her will für sich Erniedrigung. Dann ist es keine gerade Seele. Im Gegenteil. Menschen sind frei geboren. Heißt, deren Seelen sind frei. Heißt, automatisch agieren sie so auch im Leib, dass sie eigentlich frei sind. Ja? Und alle Versuchungen, die das Gegenteil versucht haben, endeten in Katastrophen. Ob das Mensch zu Mensch, Farbe zu Farbe, Geschlecht zu Geschlecht, was auch immer. Ja? Weil ich verstehe sich, so denkt man, dass ich höher bin, muss der andere eben niedriger sein. Stimmt das? Lass uns mal ein Beispiel nehmen. Ist Himmel hoch oder nicht? Lass uns mal um. Ist hoch oder nicht? Kann jemand sagen, dass ein Teil höher als der andere ist? Physiker, Astrophysiker, was auch immer, kann keine sein. Aber Allah Ta'ala ist der Allerhöchste. Bedingt, dass über ihm jemand ist? Absolut nicht. Absolut nicht. Aber wo ist der Beispiel? Er hat selber das gegeben. Wo? Indem er von allen Sachen, was erschaffen hat, 3, 4, 1 oder 2? Da warum nicht 3? Warum nicht 1? Warum nicht 1? Warum nicht 3? Warum 2? Warum nennt er das? Warum und wirklich? Bis atomarisch ist es so. Plus minus. Warum ist das so? Und warum ist dieses Gesetz, der gar keine rauskommen kann? Und alle, die versuchen, da rauszukommen, enden. Das muss einen Grund geben. Und die alle mal sagen, was der Grund ist. Damit, guck, Sonne gibt es. Was ist der Gegensatz von Sonne? Der Mond. Die kommt im Mond. 3. Wenn die Sonne und Mond streiten, sagt die Sonne zu dem Mond, ich habe dich erschaffen. Sagt der Mond zu die Sonne, nee, ich habe dich erschaffen. Wer entscheidet uns für die beiden? Wenn Allah nur eine erschaffen hat, dann könnte die eine sagen, ich habe erschaffen.
gibt keinen Widerspruch. Keiner auf der, wenn nur die Sonne gibt es. Ja, ich. Ja, wer sagt nein? Dann können wir nicht so nein. Das waren drei. Könnte der Dritte sagen, ich habe euch beide erschaffen. Es gibt Konstellationen. Aber wenn du eine Aussage gegen eine Aussage steht, bei 4 hast du 2-2, aber hast auch nur 3-1, gibt's auch. Aber bei 1-1, deswegen, der Sinn ist, damit der Machluk denkt, weder der Mann hat die Frau erschaffen, noch die Frau hat den Mann erschaffen. Noch das erschaffen und die Sonne, sondern alle haben eine Source, eine Schöpfung, muss sein, der diese Entscheidung entschieden hat, dass es 2 nicht 1 und nicht 3 sein können. Weil das ist ja auch eine Entscheidung. Ja, nee, die haben uns gesagt, wie der Mensch entstand aus der Affe. Aber die haben uns nicht gesagt, warum männlich und weiblich. Darwin auch nicht. Eigentlich die Frage steht immer noch offen. Also die Evolution sagt uns, ja, wir sind so jetzt entstanden. Ne? Haben wir auch gelernt in Biologie, an der Oberschule. Oder nicht? Aber die haben uns vergessen zu sagen, okay, das haben wir verstanden. Aber wie kommt das? Wie kommt das? Vielleicht, wenn irgendjemand Zuschauer, irgendein Biologen oder Professor, der uns beantworten kann, dann werden wir ihm so dankbar sein. Ja. Über Erhöhung, diese Hoheit, bei der Mensch wird so übersetzt, dass eine muss niedriger sein. Nehmen wir das in alle Lebenskreise, was hier gibt es. Ob das kommerziell, ob das sozial ist, ob das wirtschaftliche, ob das politische, ob das Kreise ist. Stimmt das? Ja, das stimmt. Händler versuchen sich gegenseitig zu, ne, die Beine kürzer zu machen, damit der eine da über der andere steht. In Politik genau dasselbe, in Familie genau, ist alles über dasselbe. Über die Übersetzung bei der Mensch schon von vorne an verkehrt ist für das ganze Hoheitsgeschichte, dann wird automatisch daraus was entstehen, ein Mensch, der, was die Malaika gesagt haben, machen, was Blut vergießen würden und Kriege führen würden. Wieso? Wegen dieser eine Sache, dass der eine höher als der andere ist. Eine Regel haben die alle vergessen. Die Regel von Allahumma, قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير تخرج الحي من الميت. والله du der Königtum in deiner Hand ist. Gibt's wem du gibst, nimmst wem du gibst. Das haben wir so oft über die Geschichte, egal wie mächtig die Mächte waren. Gab der Tag, wo die abgeben mussten. Egal wie genial der Professor war. Gab der Tag, wo der Schüler besser war. Egal wie es gab ihn. Wieso? Warum ist es so? Weil das ist dieses, so wie wir Allah Ta'ala gesagt haben. وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهُ النَّاسَ بَعْضُهُمْ بِبَعْضُ. Das ist diese Sünde von Verschieben der die Machtzentren auf der Erde. Wieso? Damit keiner sagen kann, ich bin Sohn Gottes, Erbe Gottes von Anfang bis Ende der Geschichte. Allah hat keine Verwandtschaft auf diesem Planet. Alle werden verschoben. Selbst Ahlul Bayt von Rasulullah sallam, selbst die Quraysh, selbst die, keine Relation zu Allah Ta'ala zurückführen. Er
beste Geschichte, was wir hatten in der Historie des Menschen, wo das sehr, sehr reflektiert worden ist, die Qissa von den Kindern von Adam. Alayhi salam abil qabil. Die Geschichte kennt jeder, muss ich das nicht sagen. Am Ende ging es darum, der eine streitet mit seinem Bruder, ist, weil es geht um wer höher bei Allah ist. Schon wieder diese. Und in diesem Augenblick ist natürlich Iblis zu Platz. Und das passiert, das ist, warum sage ich diese Geschichte? Weil das ist der Mutter der Geschichten. Weil alles anders ist aufgebaut auf dieses Gefühl, was dieser Bruder für seine Bruder im Herzen hat. Sprich, was er, dass er sich von Iblis inspirieren lassen hat und auf Iblis gehört hat, wie sein Vater, unser Vater, auf Iblis da oben auch in Jannah gehört hat. Wegen dem Qasam trotzdem, aber gehört. Ja. Weil der Weg der Shaitan, Allah Ta'ala, wenn er den Weg von Shaitan beschreibt, redet Allah Ta'ala immer über Schritte, also Weg, nicht Schritt. Schritte. Und das schlimmste, übelste Tricks von Shaitan sind Tricks, den du, der macht so eine, wisst ihr, wie Firmen, die in so Boxfirmen, die irgendwo in irgendeinem, weißt du, so ein Berg steht alleine im Wasser, ist ein Land. Und da ist ein Bank drauf, was ich meine. Und da ist sein Account drin, was ich meine, wo gar kein. Damit an die Zentralbank irgendwie dahin kommt, muss er über 23 Stationen und über den Pazifik und am Ende kommt er nicht hin. Und das ist genau, je übler das Gift ist, und sehr auch so. Das ist der so viele Schritte ist und sehr schwer zu verfolgen ist. Und eine der übelsten Sachen, was wir Menschen haben, eben ist dieser Punkt in uns drin. Dieser Neid, den wir erschaffen worden sind. Dieser Neid ist sehr wichtig, wenn er gesund ist. Dann ernt man zu Ehrgeiz eigentlich. Ja? Aber wenn der Ehrgeiz, wenn das nicht so ein Ehrgeiz wird, dann wird das zu Neid. Normalerweise, wenn ich was Gutes sehe oder was sehe, was mich anspricht, das ist die nächste Sache ist so, dass ich wünsche mir auch das. Das nächste Gedanke ist in mir, dann ich soll irgendwas machen, um das zu bekommen. Okay? Wenn dieser Prozess bei mir fehlschlägt, was passiert? Ich habe mich verhindert von der Sache, aber ich gönne den anderen dann das auch nicht. Warum hat er das denn? Ja, er hat das gemacht, damit er das gemacht, gekriegt hat. Verstehst du, was ich meine? Er hat Ijaza von da und Ijaza von da und Ijaza von da. Oh, warum hat er das? Ja, er war in 3, 4, 5 Ländern auf der Welt, damit er diese Ijaza holt. Hat 5 Jahre gedauert. Er hat was gemacht, um das zu holen. Ja, der hat es doch gar nicht verdient. Guck mal, wie er. Was ist das denn gerade? Das ist genau das. Was. Er greift genau da, wo er angegriffen hat, bei die zwei. Wo die Ulema sagen, alle erste Grund der Sünde war Neid. Und wenn wir Neid in seinen übelsten Formen sehen, wir leben ja 2022 und wir sehen schon auf der Welt, wir haben genug TikToks und Nachrichten, Instagrams und das und jenes, dass wir sehen, was Neid aus Menschen machen kann. Das können wir heute wirklich feststellen. Und was passiert? Drückt er auf diese Tube. Wer ist höher bei jetzt? Bei Mama, bei Papa, bei Sheikh, bei meinem Chef, bei meinen Dings, bei unter die Jungs. Wer ist höher in der Clique? Wer ist höher? Faktisch ist, Sahaba waren genau in die Gegenrichtung.
genau in die Gegenrichtung. Sich nach unten, unter als was die eigentlich schon längst verdient oder verdient haben oder. Ey, Sahaba waren genau in die Gegenrichtung. Sogar wenn jemand, es ist so weit gegangen, dass der Prophet gesagt hat, in dem Hadith, so eine richtige Aussage, wenn ein Bruder seinen Bruder in sein Gesicht sich lobt, was soll der andere machen? Sand nehmen und? Die Ulema haben diese Bewegung sehr viel interpretiert, in vielen Richtungen. Ja? Was das heißt, so Sand, wenn jemand dies lobt, Sand. So haben es aber, so wurden das aber gesagt. Man hat ja gesagt, nicht weil die nicht lobwürdig sind, aber die Wirkung darauf, wenn die Seele, die das empfängt, nicht gerade ist oder nicht neutral ist oder schon vorbelastet ist oder so, ist wirklich komplett destruktiv. Nicht nur auf die Seele, sondern was um die Seele auch noch rum ist. Zusammenhang? Okay? Nochmal. Normalerweise ausgeglichene Seelen leben, ohne dass sie eigentlich ein Lob brauchen oder erwarten. Okay? Das sind Leute, die geben, die wissen, was wert, was sie geben. Und die erwarten auch nichts für das, was sie geben, weil die, für sie ist es Befriedigung, dass ich bin schon zufrieden, dass diese Leistung schon geleistet habe. Und das sind meistens so Edelmenschen, richtig, ne, wert. Oldschool, ja, ne? Und wenn du den lobst und so, die fassen das auf, das ist sehr nett gemeint und süß und so, aber hättest du ja nicht müssen oder so. Weißt? Also die sehen das wirklich nett, Dankeschön und so, aber das ist das Pflicht. Also ich habe ja nichts mehr als meine Pflicht gemacht. So. Ja? Rasulullah Sallam sagt im Hadith, am Ende der Zeit wird Amana so wenig sein, dass es wird gesprochen, dass da und da noch eine der Treuhand ist. Die nicht, du musst Bakshish bezahlen, damit die Leistung stimmt. Oder du musst, was weiß ich, was Demo zeigen, damit das stimmt. Oder das machen, damit das stimmt, die Leistung stimmt. Aber da sind kranke Seelen unterwegs, dann können wir es ja auch erwarten, ne? Und gibt es Seelen, die aber nicht dafür vorbereitet sind, Lob zu bekommen. Aber auch Kritik manchmal, okay? Und das passiert, wenn du da den Falschen machst oder den Falschen triffst. Natürlich bei Sahaba, das war ja die Wahrscheinlichkeit oder die Möglichkeit, das ist die Wahrscheinlichkeit 1 zu was, wie viel waren die? 124.000, 1 zu Millionen. Also kaum gegeben, dass wir wissen, dass Sahaba Kibro, ne, es gibt sowas, gibt es nicht. Sowas sagen die Rafid und die Shia. Ja. Wir sagen auch nicht, dass die nicht fehlhaft sind. Die sind schon fehlhaft, aber ihre Fehler sind nicht in gravierende Sachen. Ja. Und hat auch uns nicht zu interessieren. Weder waren wir da, um das zu beurteilen, noch haben wir das Wissen, um das zwischen die beiden zu richten. Also dann lassen wir es für Allah Ta'ala, oder? Wie Allah Aziz gesagt hat, Rahimallah, Allah ein. Bei der Lob, wenn er falsch liegt oder falsch sitzt, dann kann aus denjenigen ein Pharaon machen. Ana Rabbukumul A'la. Warum ist der einzige Pharaon, der gekommen ist und gesagt hat, Ana Rabbukumul A'la? Wohl seine ganze Familie haben doch gesagt, wir sind Arbab. Wir sind Götter. Und das ist Dynastie, die über 14.000 Jahre geht. Was weiß ich, was für eine Familie, echt. Die Rotten, die finde ich ausgerottet, echt. Warum A'la? Weil er war satt. Das Rob. Nee, er will noch. Wieso? Nafs.
Will nicht. Will irgendwas noch mehr. Und baut der Pyramiden. Einmal, Allah lässt sie. Ja, ihr könnt Allah nicht in den Tag vom Himmel irgendwas erschienen, das Ding weg. Kein Mensch hat es gesehen danach. Könnte? Und Allah lässt das. Das ist Nefs von Frauen. Und er ist da drinnen begraben. In seinen Nefs. Ja. Huwait. Laut Allah sagt ihm einen. Warum sage ich das? Tilka darul akhir. Und das ist jetzt die Eier, die uns das alles so auf den Punkt bringt. Tilka darul akhir. Darul akhir. Naj'alwa lilladhina la yuriduna 'uluwan fil ardi wa la fasada. Was ist das, ja Allah? Was ist das? Schnell, 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 kurz, gib uns. Allah Ta'ala im Seel von Geschichte von Qarun, am Ende Geschichte von Qarun, sagt Allah Ta'ala in dieser, Tilka darul akhir. Nachdem er erwähnt hat, wo Qarun rausgegangen ist mit seinem Gold, seinem Geld und Boden ist auf, er ist runter, Wasser ist drauf, es steht immer noch heute da. Ja, sagt er, nach dem Ende, so eine Tilka darul akhir, diese Jenseits, naj'aluha, haben wir geschrieben, lilladhina, für die, la yuriduna, wollen nicht Uluwan Hoheit fil Ardi auf der Erde. Wala Fasada. Wieso? Weil es gibt ein Gesetz. Wer gibt Königreich und wer gibt kein Königreich? Und dann deine Nefs, die sagst, du bist ein Hoheit und du musst ein König werden, dann das kann nicht gut werden. Weil wenn du es bist, dann wird dir Allah alles geben. Wenn es nicht ist, du wirst über Leichen gehen müssen und Menschen töten müssen und das Übelste machen musst. Damit du der reichste Mann der Welt bist oder damit du der schnellste, was weiß ich, was bist oder bist das stärkste Macht der Welt bist oder bist. 2022, sagt uns das was? Diese Kalam vom Koran, stimmt das? Können wir das eigentlich heute sehen? Stimmt. Können wir das sehen seit heute? Leute, können wir das sehen oder ist Koran outdated? Nein, Leute, das ist rein jetzt eine reine philosophische jetzt Diskussion. Ja? Können wir sagen, das stimmt zu 110%? Fast? Doch. Ich würde sagen, ja. Aber wichtig ist, das allererste Sache, dass wir als Muslimin erstmal verstehen, dass solange die Herzen drinnen so konzipiert sind, dass die intern entweder die Hoheit oder der Neid und die Neutralität nicht suchen, dass es immer mit uns bergab, bergauf, bergab, bergauf, bergab, bergab. Aber faktisch gibt es keine richtige Muster des Islams, was wir kennen. Und deswegen sehen die Leute, das sind die Muslime, sind jetzt wirklich die Söhne von Abu Bakr und Umar? Das sind die? Das, lass mal die DNA von diesen Leuten. Das kann doch nicht sein, dass die vorfahren. Das kann nicht sein. Weil die Mutation ist so heftig, dass die Leute heute von außen schon sagen, das sind nicht die Kinder von Sahaba. Blut vielleicht stimmt, aber diese Einstellung, dieses Herz. Und deswegen ist die erste Sünde ist eine Herzsünde. Und deswegen Allah Ta'ala sagt im Koran zu uns, إِلَّا مَنْ أَطَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Salim heißt, er will diese Hoheit gar nicht. Er will nicht immer, was. Jetzt kommt einer und sagt, ja, aber die Muslimen müssen immer die Besseren und noch, wenn einen toppt, die toppen. Ja. Im Sinne von was? Akhira oder Dunya?
Taten der Akhira oder Taten der Dunya. Yani, egal wie perfekt du als Muslimin zusammenkommen würdest, bist du trotzdem 200 Jahre hinter dem Westen. Was ist der Unterschied hier? Yani, wenn die islamische Welt zusammen sich alle schließen, sind das jetzt 150 Jahre? Haben wir 50 Jahre jetzt gewonnen? Also immer 150 Jahre. Zumal. Dort wirst du keinen Mann finden, der Wudu von Isha bis Fajr im Stehen verbringt. In deren alle Geschichten. Es gibt es so von Tahajjud. Es gab nicht Abdullah ibn Zubayr Beispiel. In deren gibt es nicht so was. Und die können sowas nicht produzieren. In alle Amal von Akhira haben die Muslimen die absolute Herrschaft. Absolute, die gibt es nicht. Kein Muster, der das toppen kann. In der Mitte, nicht in der Übertreibung. Priestertum, Nonntum, sprich, was auch immer. Ne? Aber Dunya konkurrieren sind wir nicht für. Das ist nicht das, das Stärke dieser Umma, das zu sagen, ja, wir müssen die besten, ja, ein oder zwei oder drei. Aber das ist nicht die Umma dafür. Diese Umma ist eine erzieherische Umma für die Erde, für die alles bis Yawm al-Qiyamah. Also die ist verpflichtet, diese Menschheit so zu erziehen, dass sie Allahs Strafe entgehen. Das ist die Stärke, das ist die Stärke dieser Umma. Weg von Shaitan manchmal, dass er dir auch deine Kraft, da wo du wirklich, wo du genau dafür gemacht bist, einfach, indem du anderen Sachen machst, was für dich gar nicht, ja? Jemand ist 1,70. Von klein auf, er sieht diesen Hochsprung. Dieser Hochsprung über die. Ne? Hat er so oft beobachtet, immer wieder im Fernsehen oder so, dass er wirklich so. Und eines Tages dachte er sich, ich liebe diesen Sport, ich möchte diesen Sport professionell machen. Ich will jetzt trainieren, um diesen Sport zu machen. Also, ich könnte es als Kind fragen, wenn er gegen eins der 2,13 jetzt auftritt und die Latte ist 2,60. Also er wird das beantworten können schon. Wer über die Latte kommt und wer nicht. Das hat nichts damit zu tun, dass du die Leidenschaft nicht dafür hast oder die Liebe. Aber es gibt eben Konzeptionen, die vor dir da waren. Die so gewollt haben, dass du so bist. Und dementsprechend, es ist nicht jetzt, ich will Hochsprung, ich will der Weltmeister Hochsprung. Du kannst es wollen. Du kannst alle Training absolvieren, du kannst alles machen, aber den Titel bekommst du nicht. Verstehst du? Oder ich möchte gerne ein NBA-Player sein. Mit 1,70. Kann passieren, aber höchstwahrscheinlich. Lieber, das ist Zeitverschwendung und diese ganze Investition und diese weil du akzeptierst nicht Allahs Schicksal. Warum sage ich dieses Beispiel? Ist auch sehr wichtig, dass wir verstehen, dass Wege des Shaitan sind auch manchmal dir oder uns zu erzählen Sachen, die uns nicht passen oder nicht die Zeit dafür ist oder wir nicht dafür sind oder versteht ihr, was ich meine? Und wir investieren so. Warum passiert das alles? Weil wir unseren Nefs selber nicht kennen. Ja. Aber das ist alle Wege für Shaitan, denn in uns die ganze, seine ganze Gift an Vermutung in Uswas und was wir können und was wir nicht können. Ja, das ist die Aussage von Umar. Rahim Allah umrin. Arif qadrahu wa waqif indah. Das soll Omar gesagt haben. Allah Ta'ala gnädig mit einem Mensch sein, der weiß, was seine Grenzen sind und da steht. Der Hadith sagt es uns ganz simpel.
قالوا أو ندع العمل يا رسول الله lassen wir die Taten da يا رسول الله das Schicksal schlagen und so und alles machen sagt nein 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 اعملوا فكل und das ist das ja das ist der Geheim der wie sagt man heute der Effizienz bei wählen dein Beruf oder wenn du jemand willst für einen Beruf كل ميسر اعملوا فكل ميسر كل ميسر لما خلق له jeder soll da arbeiten nicht wo für gemacht ist nein wo sieht wofür gemacht ist durch dein Können dein Dings dein ne jeder Mensch versteht ihr was ich meine du verfehlst dich beim Beruf auch deswegen. Du verfehlst dich beim Braut auch deswegen. Du verfehlst dich beim falschen Geschäft auch deswegen. Bei falschen Sportarten auch deswegen. Bei falschen Investitionsdings auch deswegen. Grundregel. Beschäftige dich nicht, was er kann, nicht kann, was er hat, was nicht hat. Wenn dir das Motivation gibt, dass du ihm das gönnst und dieselbe Leistungen mehr bringst, damit du besser wirst und am Ende dich damit einverstanden gibst, Allahs Schicksal, wem er letztendlich vorzieht. Weil die Hoheit darf ja nicht über Allah werden. Das, was Iblis gemacht hat. Die Hoheit hat er wo gezogen, denn nicht jetzt über Adam und Malaika. Nee. Der hat dann auch mit Allah diskutiert auch noch. Ne? Also ich bin besser, ne, da, da, da. Ja. Und warum ist das sehr wichtig für uns 2022? Weil, wenn du immer nicht verstehst, was Allahs Schicksalsschläge und was der Schrift vorgegeben hat, oder der Stift vorgegeben hat, nicht Schrift, oder die Schrift vorgegeben hat, dann werden sie Allah Ta'ala immer klagen und von Allah Ta'ala noch mehr Ferne bekommen und noch mehr Zorn obendrauf. Nach Hijj Hajj kommen Leute zurück, nur eine Katastrophe in islamischen Ländern. Und dann kommen die Augen oder Herzsunde und sagen die Leute, das ist Ibtila, damit Allah Ta'ala guckt, wer. Wir mussten aushalten, ändert nichts, alles gut, das ist nur Ibtila. Leute sind in Schirkiyat, 50 von bitten nicht. Was weiß ich, was in Dien, die Umma ist komplett in den übelsten Jahl, was je war. Und die sagen, alles ist gut, alles gut. Alle sind Muslimin, alles Muhaddin. Was wollt ihr denn? Geduldet. Ihr seid die Held. Und nicht die Umma darauf hinweisen, dass die Sache funktioniert nicht so. Und das ist eine Lüge. Ja? Aber dann verstehen wir dann auch, denn wenn Allah ta'ala und wenn die Ulema dann gesagt haben, in dieser Qalb al-Salim, das ist so ein schweres Prozess, weil das ist du und Allah. Seht ihr? Du und Allah. Und das kann man nicht lügen. Da kann man nicht lügen. Eigentlich weder das eine noch das andere. Du kannst weder Allah Ta'ala anlügen, noch deinen Nafs anlügen. Du weißt ganz genau, wenn du lügst, dass du lügst. Ich hab keine Angst. Und du drinnen zitterst und hast du Adrenalin bis sonst was und die frieren schon die Blutenadern. Verstehst du, was ich meine? Nee, ich hab keine Angst. Wie hast du das genannt? Sieht das schon, dass du Angst hast. Versteht ihr? Selbst von ihrer Qual ist, dass sie just zu sagen, Hassan al-Basri ist das. Wo er sagt, das Übelste, wo ich immer Ilaj machen musste, war mein Nefs. Jeden Tag mit ihr. Und Leute, die wach sind, die sind tatsächlich so. Die haben ständig den Kampf mit sich drinnen. Ständig Kampf. Die trauen des Nefs nicht und die lassen sie auch nicht so, weißt du, die lassen sie nicht.
so ruhen mit ihren Sachen und versuchen immer wieder zu bessern, immer wieder zu forschen. Vielleicht hat sie irgendwas vor noch oder will sie mich austricksen oder Shaitan ist, was weiß ich, und so weiter und so fort. Aber wer denkt, der gut ist, nicht zwei Ängste und nicht zwei Sicherheiten kommen zusammen. Wer sicher ist in Dunya, hat Angst in Akhira und wer andersrum. Ja? Das heißt, wer Allah Ta'ala Angst und wirklich Angst vor seinen Nefs und wirklich um seinen Zustand und immer wieder sich Sorgen macht und immer wieder versucht zu bessern, das ist derjenige, der in Akhira in Sicherheit ist. Sein ganzes Leben, er ist nicht zufrieden, er ist nicht mit sich, es fehlt was, es muss besser. Ich weiß es nicht, es muss noch besser. Ja. Und wer Allah Ta'ala kennt, wer Allah Ta'ala kennt, es weiß, dass es nicht geht, dass man einfach sich zurücksetzt und ruht auf das, was man erreicht hat oder hat oder nicht hat. Oder reicht nur einmal. Dein Nefs, die sagt, dass du hast es verdient oder hast genug dafür gemacht. Das reicht nur einmal, da Allah alles hört von dir und von deinem Nefs zu dir und du dein Herz sagt ja dazu. Muss ja nicht sein, ungefähr schon, weil es passiert ja öfters mal, gerade bei Talabat al-Ilm, weißt du, aber es ist so, wenn es ist richtig übel dann. Wenn Allah alles einmal gehört hat und wirklich dich damit nimmt, dann ist nicht so gut. Aber Khutwat al-Shaytan sind sehr wichtig, Leute, dass wir immer so verstehen, dass es gibt so viele Informationen jetzt in diesem Video. Ich möchte gerne, dass ihr das mal hört und auch die Begriffe raussucht. Kodiert, dekodiert, den Kodex. Diese Sachen sind für euch als Merkwörter, damit ihr das hört und sofort ein Kino losgeht im Kopf. Ne? Aber wichtig ist, dass man versteht, dass in dem das im Zusammenhang, dann kann man das auch raus dann bauen und versuchen, das als Regel dann auf anderen Sachen als Schablone so probieren. Passt das? Macht selber die Arbeit. Ich muss das ja nicht machen. Macht selber die Arbeit. Jeder soll nehmen und gucken, passt das, weißt du? Oder wo bei mir passt das? Woran muss ich arbeiten? Wo und so weiter und so fort. Das ist eigentlich, was ich dazu eigentlich sagen wollte heute. Und wir haben noch ein Rätsel offen und die löse ich inshallah dann. Was heißt löse ich? Ja, die löse ich inshallah das nächste Mal, wenn wir uns treffen. Wenn Allah Ta'ala uns treffen lässt. Deswegen habe ich am Anfang gesagt, dass wir uns. Wenn es bestimmt wurde. Genau. Wenn es bestimmt wurde. Ne? Wenn man wirklich so versteht, dann versteht man auch so vieles eigentlich so. Diese Regel wird viel auch dann einem dann auch dann auf, gingen viele Gedanken auf dadurch. Dann Kommentare dann schreiben, inshallah, wie ihr das denn beantwortet habt oder wie jeder seine Konstellation. Ich werde das nicht alles lesen, damit ich das vorher schon sage, aber die Talaba werden das lesen und die werden natürlich der ein oder andere was hervorheben, das was denn nicht jetzt, und wenn jetzt mehrere geschrieben und es selber ist, wird nur einmal dann vertreten, ne? Das ist und so. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Wallahu a'la wa a'lam. Azza wa jalla wa akram. Sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala nabiyyi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah.